In den USA sind binnen 24 Stunden 2600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das ist die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. Die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer im Land stieg damit auf mehr als 28.000. Präsident Donald Trump zeigte sich kurz zuvor optimistisch. Die USA hätten den Höhepunkt der Corona-Fallzahlen wahrscheinlich überwunden, sagt er. Das neuartige Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben die USA in eine schwere Wirtschaftskrise mit Millionen Arbeitslosen gestürzt. Trump will in Kürze Leitlinien für das Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben.